Glück am Ring 2013. Ich habe die große Ehre, Jasmin Schliers, die wunderbare Schauspielerin, bei mir zu einer kleinen privaten Therapiestunde einladen zu dürfen. Jasmin, was ist dein Problem heute? Für mich ist der Besuch bei Rock am Ring eine Therapiesitzung. Man nennt es Konfrontationstherapie. Ich bin ein sehr kleiner Mensch, ich bin unter 1,60. Für mich ist das der blanke Horror, mich in diese Menschenmengen zu begeben. Ja, deshalb wirst du verstehen. Absolut. Wir sind auch auf Augenhöhe, du wirst verstehen, mit welchen Problemen ich hier zu kämpfen habe. Ja. Ich finde das sehr gut, weil ich als Therapeutin empfehle dir ganz klar, nimm dieses Problem an. Fühl dich ein und konfrontiere deine Umwelt damit. Schlag ihm einfach eins in die Fresse. Ja, du siehst, meine Umwelt sind vor allem große Männer. Ich befinde mich hier nahe der Center Stage. Das gleiche Bild wie überall. Große, starke Männer, breite Schultern. Von den Stars habe ich noch nichts gesehen. Der Lärm ist ohrenbetäubend, das heißt, ich bin meiner Sinne beraubt. Ich kann weder sehen noch hören. Das ist eine Extremsituation, in der ich mich hier befinde, aber bis jetzt halte ich mich ganz gut. Ich finde, die Aggression fühlte man gerade bei dir. Ja. Lass sie raus. Ich würde sagen, das war die Schnelltherapie Rock am Ring 2013. Lass sie raus, lass die Wut raus. Spring auf die Schultern, rock das Zeug und tschüss.